Wir wechseln das Thema und kommen nach Innsbruck. Dort schreibt sich der Masterlehrgang Peace Studies auf die Fahne, Friedensarbeiter auszubilden, die in Konfliktgebieten vermitteln sollen. Auf der Homepage rühmt sich der Lehrgang damit, der weltweit vielleicht beste, aber mit Sicherheit härteste Lehrgang zum Thema Friedensarbeit zu sein. Pro Jahr wird er vom Land Tirol mit 91.000 Euro gefördert. Ehemalige Absolventinnen und Absolventen erheben jetzt schwere Vorwürfe gegen den seit Oktober pensionierten Lehrgangsleiter. Christoph Benders berichtet. Das Ausbildungszentrum Grillhof bei Innsbruck. Hier finden die meisten Seminare des Lehrgangs Peace Studies statt. Ein großer Teil der Ausbildung besteht aus Selbsterfahrung und Simulation von Krisensituationen, erzählen zwei Absolventen und eine Absolventin, die wir in der Nähe von Niederösterreich treffen. Sie möchten anonym bleiben, aber ihre Erfahrungen berichten. Eine therapeutische Begleitung fehle völlig. Gleichzeitig werde verlangt, intimste Gefühle preiszugeben. Es hat auch Ausschreitungen gegeben, psychischer und physischer Gewalt. Dann habe ich mich mit meinen Erfahrungen an die Universität gewendet, wurde dann abgespeist mit dem Kommentar "Danke für das kritische Feedback" und das hat mich noch einmal zurückgeworfen, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo ich mich überhaupt hinwenden kann, wenn mir in dem Zuge Leid widerfährt. Die haben mich auf das eingelassen und bin dann zum ersten Mal in meinem Leben in Depressionen abgeglitten. Hatte auch Suizidgedanken. Derzeit im Bild liegen Berichte von mehreren Absolventinnen und einer französischen Gastprofessorin vor, die von extremer Abhängigkeit und psychologischen Folgen sprechen. Auch sei es bei esoterischen Übungen zu sexuellen Grenzüberschreitungen des ehemaligen Lehrgangsleiters gekommen. Also hat gemeint, ja, ich habe da irgendwie beobachtet, dass ich da irgendwie eine Blockade irgendwie in meinem Wurzelchakra hätte und das sei ja der Sitz der Sexualität und hat dann da angefangen irgendwie so direkt so nah an mir dran sitzend irgendwie ja, mir irgendwas über meine Sexualität zu erzählen. Es war so eine ganz, ganz komplett übergriffige, unangenehme Situation. Die Recherchen der Zeit im Bild und der Tiroler Tageszeitung haben jedenfalls zu einer Pressekonferenz der Universität Innsbruck geführt. Der Lehrgang solle auf neue Beine gestellt werden, heißt es dort. Dem ehemaligen Leiter Wolfgang Dietrich könne man höchstens eines vorwerfen. Im Prinzip, was man zusammenfassen kann, würde ich sagen, verbale Unsensibilität. Und man kann aber das nicht vergleichen mit dem, was wir unter sexuellen Übergriffen verstehen und wo es dann letztlich zu strafrechtlichen Konsequenzen kommt. Wolfgang Dietrich hat einem Interview mit der Zeit im Bild zugestimmt. Er sagt, die Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit sei ein essentieller Teil, um in Krisensituationen bestehen zu können. Es gibt keine Übungen, die geeignet werden, jemanden, der gesund ist und stabil ist, aus dem Bahn zu werfen. Und in diesen Fällen, die mir bekannt sind, wenn wir hier von den gleichen Fällen reden, war es so, dass wir damals das Auge drauf hatten und nicht den Eindruck hatten, dass diese Gefahr gegeben ist. Also da steht einfach ein Einschätzungsunterschied zwischen einer Mitstudierenden und den professionellen Begleiterinnen verschiedenster Ebenen und deren Einschätzung. An sexuelle Grenzüberschreitungen könne er sich nicht erinnern.